Er wartete im Wohnzimmer auf mich. Zuerst erkannte ich ihn nicht. Er war ein kleiner Mann mit schlechter Haltung und dicken Brillengläsern. Er sah nervös aus, als er mich sah, und murmelte ein einfaches »Hey, Detective!« Es dauerte ein paar Sekunden, bis ich ihn als Hausmeister der Schule erkannte. »Hey, Roger. Ich dachte, wir würden uns erst später treffen.« Er schüttelte den Kopf und sagte mit verärgerter Stimme. »Nein, nein, nein, ich bin nicht... Könnten Sie das bitte nicht tun?« »Was tun?« »Mein Name ist Peter Kohl.« Ich sah Jamie an und fragte. »Hey, macht es dir was aus, uns kurz allein zu lassen?« Jamie nickte und ging in sein Zimmer. Ich nahm einen Stuhl und lud Peter ein, dasselbe zu machen. Nachdem er sich hingesetzt und sich einen Moment Zeit genommen hatte, um sich zu beruhigen, stellte ich meine Fragen. »Was gibt's, Peter? Warum bist du im Haus der Kinder meines Bruders? Muss ich mir Sorgen machen?« Peter nahm seine Brille ab, rieb sich die Augen und versuchte, Tränen zurückzuhalten. Ich wusste nicht genau, wie ich reagieren sollte, deshalb wartete ich ab, bis er bereit war zu antworten. Nach ein paar weiteren Momenten schaffte er es, sich zu überwinden und sagte, »Ich sollte wirklich nicht herkommen. Wenn er herausfindet, dass ich hier war, um mit Ihnen zu reden...« »Wenn wer es herausfindet?« »Roger, wer sonst?« »Oh, um Himmels Willen!« »Schau, Peter, gibt es einen Grund, warum du hier bist?« »Weil ich eigentlich immer noch versuche herauszufinden, was mit meiner Nichte passiert ist und solche bescheuerten Ablenkungen dabei wirklich nicht helfen.« »Sie können ihm nicht vertrauen.« »Wem?« »Roger. Er tut so, als würde er für zum Wohle aller arbeiten, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Manipulator. Er kümmert sich nur um sich selbst und diese Gefälligkeiten, die er sammelt, sind nicht das, was man erwarten würde. Er verletzt Menschen. Niemand kann ihn aufhalten.« Ich atmete tief durch und rieb meine Schläfen. »Schau, ich bin nicht an Rollenspielen interessiert oder was auch immer das hier ist. Roger ist eine Puppe, ein Spielzeug, ein unbelebtes Objekt. Wenn du irgendeine Art von Angst oder was auch immer hast und nur durch die Puppe kommunizieren kannst, dann ist das in Ordnung. Jeder wie er mag. Aber ich bin verdammt beschäftigt gerade. Wenn du mir nicht sagen willst, was es war, das Roger in Vanessas Fall herausgefunden hat, dann verlasse bitte freundlicherweise dieses Haus.« Peter stand auf, murmelte etwas darüber, dass es ihm leid tat, dass er meine Zeit verschwendet hätte, und ging. Ich fühlte mich erschlagen, schon wieder eine Sackgasse. Das Einzige, was ich machen konnte, war, wieder von vorne anzufangen. Ich nahm Vanessas Zimmer Stück für Stück auseinander und verbrachte ein paar Stunden an ihrem Laptop. In beiden Fällen gab es nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Ihr Telefon war noch immer neben ihrem Bett angeschlossen, aber es war mit einem Passwort versehen. Ich habe es mit ein paar Geburtstagen probiert, aber nichts davon hat funktioniert. Sie war halt klüger, als dass sie so ein Passwort verwenden würde. Ich steckte ihr Handy in meine Tasche mit der Absicht, es an einen Kontakt in New Orleans zu schicken, der alles knacken konnte, solange die Bezahlung stimmt. Und ich hatte mich bereits dazu entschieden, dass das hier Prio 1 hatte. Vanessa führte auch kein Tagebuch, hatte keinen Kalender oder irgendetwas, das mir eine Vorstellung davon gegeben hätte, wo ich anfangen sollte zu suchen. Ihre Sockenschublade hatte einen Stapel Bargeld in der Ecke, etwa $350 in 10ern und 20ern und ein Tütchen Gras. Auf einem Post-it in der Nähe ihres Bettes standen ihre Schichten bei der Arbeit. Alles auf ihrem Laptop war mit einem Master-Passwort-Manager-Programm gesperrt. Sie war klug, aber das waren Vorsichtsmaßnahmen, die ich als Paranoia bezeichnen würde. Ich hätte so ein Verhalten bisher erst bei einer anderen Person gesehen. Bei mir. Und ich beschäftige mich von Berufswegen mit einigen ziemlich sensiblen Dingen. Ihre Facebook-Einstellungen ließen mich keinen ihrer Beiträge sehen, aber Jamie konnte ihre Freundesliste von seinem Konto aus einsehen. Ich habe Namen mit der Schuldatenbank verglichen und in weniger als einer Stunde hatte ich meine Checkliste für den Tag. Ganz ohne Telefon würde es schwierig werden, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, mal völlig abgesehen davon, dass ich als fremder Erwachsener versuchen würde, ein paar Teenager davon zu überzeugen, sich von mir befragen zu lassen. Frankie war ein großes, unscheinbares Mädchen und, soweit ich das beurteilen konnte, Vanessas beste Freundin. Ich fand sie in der örtlichen Pizzeria, wo sie arbeitete, und überzeugte sie, mir ein paar Augenblicke ihrer Zeit zu geben. Sie bestätigte vor allem, was ich bereits wusste. Vanessa sparte Geld, plante aus der Stadt zu ziehen und hatte keine Geheimnisse, die es wert waren, geteilt zu werden. Sie traf sich mit niemandem, aber... Aber was? Aber sie hatte dieses Leuchten in den Augen. Ich hatte direkt gewusst, dass es da jemanden geben musste. Sie sind ein paar Mal ausgegangen. Nicht so
wie ein Date oder so und sie wollte auch nicht wirklich mehr darüber reden. Dann vor ein paar Wochen war es weg. Als hätten sie sich getrennt, aber nicht wirklich, weil sie ja niemals offiziell zusammen waren, wissen Sie? Junge, Mädchen, hat sie irgendeinen Namen fallen gelassen? Irgendeine Ahnung, wo man diese Person findet? Nein, sie dachte wohl nicht, dass es ernst genug ist, um darüber zu reden. Sie haben sich im Internet kennengelernt, glaube ich. Ich habe ihren Ex-Freund Brian erwischt, dass er gerade seine Schicht in der lokalen Werkstatt beendet hatte. Er war etwas in Eile, stimmte aber zu, ein paar kurze Fragen zu beantworten. Ich fragte nach der mysteriösen Person in Vanessas Leben, aber Brian erzählte mir, dass er sich absolut nicht darum scherte, was sie seit der Trennung so getrieben hatte. Er war ein Arschloch, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er lügt. Ich fand Hammonds, ihren Englischlehrer, mit dem sie auf Facebook befreundet war, in seinem Haus auf der anderen Seite der Stadt. Er war allzu kooperativ und wenn er für die Nacht des Verschwindens nicht ein grundsolides Alibi gehabt hätte, wäre ich vielleicht versucht gewesen, die Befragung anders aufzuziehen. Aber er war mit seinen Kindern im Nachbarstaat gewesen, um die im Sterben liegende Großmutter zu besuchen. Mir wurde schnell klar, dass er auch nichts zu verbergen hatte. Er zeigte mir das Empfehlungsschreiben, das er für Vanessas College-Bewerbung geschrieben hatte, und wir verbrachten ein paar Minuten damit, Kaffee zu trinken und zu reden. Er stimmte zu, dass die Kultstory Bullshit sei, aber er hatte in der Schule einige Gerüchte gehört, dass sie sich mit jemand anderem traf. Natürlich war ein übergewichtiger Englischlehrer mittleren Alters nicht gerade die beste Quelle für Informationen, wenn es um das persönliche Leben der Schüler ging. Es war jedoch keine totale Verschwendung, da er mich auf meine nächste Spur aufmerksam machte. Morgan Hardy. Laut Hammonds wusste jeder, dass Morgan etwas für Vanessa übrig hatte. Er war ein unbeholfenes Kind, ein Jahr unter ihr, aber er fragte sie immer noch bei mehr als einer Gelegenheit nach einem Date und hatte bei mehr als einer Gelegenheit einen Korb bekommen. Er stand nicht auf ihrer Freundesliste, aber Hammonds wusste, wo ich ihn finden konnte. Es stand kein Auto in der Einfahrt bei Morgans Haus. Ich klingelte an seiner Tür und klopfte. Dann wartete ich etwa 5 Minuten, bevor ich zur Hinterseite ging und durch ein offenes Fenster einbrechen konnte. Ich hatte keine Zeit, die Sache auf legale Weise durchzuspielen und außerdem war das nicht mal ansatzweise das Schlimmste, was ich an diesem Tag getan hatte. Es war nicht schwer herauszufinden, welches Zimmer ihm gehörte. Da war ein überdimensionales Fight Club Poster, das wie ein Warnschild für edgy Teenager an seine Zimmertür genagelt war. Ich schob sie auf und erkannte sofort, dass ich nicht mehr in Kansas war. An der Wand war ein Spiegel mit Bildern von Vanessa. Einige sahen aus, als wären sie aus ihren Social Media Accounts kopiert worden. Andere sahen aus, als hätte sie einen Stalker fotografiert. Die Bilder waren überall an den Wänden, in zufälligen Abständen und alle mehr oder weniger auf Augenhöhe. Der Raum war ein Durcheinander. Kleidung und Bücher und Geschirr, das dorthin geräumt worden war, wo gerade Platz war, erschwerten meine Suche. Ich überprüfte die offensichtlichen Stellen und hatte direkt Glück. Unter seiner Matratze, neben einem One-Hitter und einem Beutel Gras, befand sich ein gelbes Girly-T-Shirt. Eines, das aussah wie das, das Vanessa getragen hatte, als sie zuletzt gesehen worden war. Ich konnte diese schreckliche Ausrede für Musik aus Morgens Autoradio plärren hören, als er in die Einfahrt bog, was mir viel Zeit gegeben hätte, wieder auf den Weg, über den ich hineingekommen war, herauszuschleichen. Aber das war das Letzte auf der Welt, das ich tun wollte. Stattdessen schloss ich die Zimmertür und wartete auf ihn in seinem Schrank, wobei ich die Schranktür gerade so weit offen hatte, dass ich noch hinausschauen konnte. Ich musste ihn sehen, bevor er mich sah. Ich musste seine Reaktion sehen, um sicher zu sein. Er brauchte nicht lange, um hineinzukommen. Er schloss die Zimmertür hinter sich und ging direkt zu seinem Computertisch, blieb dann aber auf halbem Wege stehen und murmelte: Was zur Hölle? Er war größer, als ich erwartet hatte. Mindestens 1 Zentimeter größer als ich. Lange, fettige, schwarze Haare und die Anfänge eines fleckigen Bartes. Im Rücken zu mir und als er sich umdrehte, stand ich mit meiner Waffe direkt auf ihn gerichtet da, bereit für einen Mordanschlag. Er fiel zu Boden, Hände vorm Gesicht und schrie: Bitte, nein, scheiße, nein, bitte nicht, tu mir nichts, bitte! Halt die Klappe! Schrie ich ihn an. Was willst du? Oh Gott, Mann, du kannst alles haben, was ich habe, aber tu mir bitte nichts. Das war das Letzte, was er rausbekam, bevor er anfing zu schluchzen. Telefon, gib mir dein Handy. Was? Blubberte es hervor. Jetzt! Sorry. Er grub ein Handy aus seiner Tasche und hielt es mir hin. Leg es aufs Bett, fuhr ich ihn an. Er nickte und warf das Telefon auf seine schmutzige, nicht bezogene Matratze und ich hielt die Waffe auf ihn gerichtet, während ich hinüberging, um mir das Handy zu schnappen. Warum hast du die ganzen Bilder? Halt die Klappe! Rief ich,
eilte zu der Stelle, an der er zu einem erbärmlichen Haufen zusammengebrochen war, und schlug ihm mit meiner Waffe ins Gesicht. Es hat verdammt nochmal funktioniert. Er hat die Klappe gehalten. Aber nur um sicher zu gehen, drückte ich den Lauf der Pistole gegen sein Gesicht und machte ihm so richtig Angst. Wenn du noch ein Wort sagst, nur noch ein einziges Wort, streich ich diese Wände rot. Nick, wenn du verstanden hast. Er hatte verstanden und schloss die Augen und fiel weinend in einer fetalen Position auf die Seite. Ich fühlte mich schrecklich, dem armen Kind das anzutun, aber das war der einzige Weg, denjenigen, der diese ganze Sache geplant hatte, davon zu überzeugen, dass ich ihre kleine Scharade glaube. Er hätte es fast ruiniert, als er mich fragte, warum ich all diese Bilder von Vanessa aufgehangen habe. Ich bin nicht der klügste Mensch der Welt, aber ich müsste ein kompletter Idiot sein, um so eine Beweisorgie zu sehen und ihr zu glauben. Als ich in die Stadt gekommen war, war es mir sehr wichtig, erst einmal die persönliche Handynummer des Sheriffs zu besorgen. Genau für so eine Situation. Ich nahm morgens Telefon vom Bett und wählte die Nummer. Clyde antwortete und ich bin mir sicher, er war höllisch verwirrt, als ich erklärte, dass ich Vanessas Mörder gefunden hatte und ihm sagte, wo er morgen finden könne. Der Gesichtsausdruck des Kindes, als er den Raum betreten hatte, bewies, dass er keine Ahnung hatte, woher all diese Bilder kamen, aber die ganze Geschichte sah so schön und passend aus. Das perfekte, schreckliche Ende der Geschichte. Komplett mit einem Bösewicht, einem Motiv und einer Auflösung, die den Detective, der zu viele Fragen stellte, befriedigen würde. Der Sheriff sagte, ich solle vor Ort bleiben. Ich log und versprach ihm, dass ich das tun würde. 5 Minuten später saß ich im Honda, fuhr so schnell ich konnte, ohne Verdacht zu erregen und versuchte zu entscheiden, wohin zum Teufel ich eigentlich wollte. Die Geschichte nahm auf die schlimmste Weise Gestalt an. Vanessa musste irgendwie mit dem Geheimnis der Stadt in Verbindung stehen. Was auch immer mich heute Morgen reingelegt und den Truck verschwinden lassen hatte, passte nun seine Strategie an. Es hatte mir einen Ausweg angeboten und alles, was ich tun musste, war die Geschichte zu schlucken. Aber ich hatte bereits entschieden, dass es nichts gab, was mich dazu bringen würde, aufzuhören. Bis ich entweder herausgefunden hatte, was mit Vanessa passiert war, oder ich unter der Erde lag. Ich versuchte nachzudenken, während ich ziellos durch diese Dreckstadt fuhr, konnte aber nichts zustande bringen, was es wirklich wert gewesen wäre, einen Plan zu nennen. Nach ein paar Minuten auf den Nebenstraßen kam ich an einer alten Eisenwarenhandlung vorbei und erinnerte mich daran, was Peter als Roger erzählt hatte. Über sie, die mir einige der offenen Fälle in der Stadt anhängen würden. Nach dem, was ich gerade gesehen hatte, hatte ich keine Zweifel daran, dass seine Warnung echt war, also beschloss ich, auf Nummer sicher zu gehen und fuhr auf den näheren Parkplatz, um einzukaufen. 30 Minuten später hatte ich einen Korb voll mit Zubehör für fast jede Situation. Klebeband, Pfeifenreiniger, Seil, Zange, Hammer, Handschuhe, Taschenlampe, Sekundenkleber und einige andere verschiedene Kleinigkeiten. Wenn es um das Unbekannte geht, kann man gar nicht zu vorbereitet sein. Es wurde bereits dunkel, als ich den Laden verließ, und ich hatte den Fehler gemacht, optimistisch zu sein. Das hat nicht allzu lange gehalten. Ich sah sofort die Silhouette auf dem Beifahrersitz von Vanessas Honda. Es gab keinen Zweifel. Die Gestalt in Tarnfleck gekleidet und mit Tarnschminke im Gesicht starrte mit einem leblosen Blick nach vorne. 1 Million Gedanken versuchten sich auf einmal durch meinen Verstand zu brechen, aber wie durch ein Wunder gelang es mir, mich an den einzigen zu klammern, der wichtig war. Bleib ruhig. Sei vernünftig. Denk nach. Fakten. Benutze die Fakten. Der Mann, der im Auto saß und auf mich wartete, sah genauso aus wie... Wie hieß er nochmal? Ned. Aber er war heute früh gestorben. Ich hatte es überprüft. Wie lange war ich drin gewesen? 1/2 Stunde? Wie haben sie mich gefunden? Wie haben sie seinen Körper in mein Auto geschleust, ohne dass ich es bemerkt habe? Und warum? Warum? Natürlich. Ich wusste warum. Die konnten kein Risiko eingehen. Selbst wenn Morgan die Schuld für Vanessas Verschwinden übernahm, war ich immer noch ein Problem. Was bedeutet, dass dies eine Falle war? Was bedeutet, dass die Polizei jede Sekunde hier sein würde? Denk nach. Jetzt. Option. Los. Ich kann wegrennen. Den Tatort verlassen. Später melden, dass das Auto gestohlen worden war. Aber die Karre war inzwischen voll mit meiner DNS. Wenn sie die Leiche finden würden, würde es direkt mit mir in Verbindung gebracht werden. Und welche Art von Geschichte könnte ich zu meiner Verteidigung erzählen? Ich hab ihn ja tatsächlich getötet. Also konnte ich schlecht die Wahrheit erzählen. Nein, vergiss das. Nächste Option.
Steig ins Auto, mach die Fliege. Irgendwohin. Verlasse die verdammte Stadt, wenn es sein muss. Ich kann die Leiche hier rausschmeißen und... Nein, der alte Mann, der an der Kasse im Laden arbeitet, würde mich mit diesem Ort in Verbindung bringen. Okay. Nimm die Leiche mit. Die Polizei wird dich anhalten und wie erklärst du das dann? Nun, die Bullen sind noch nicht da. Das lässt mir also eine andere Möglichkeit. Ich ließ meine Sachen fallen, rannte zum Kofferraum des Autos, öffnete dann die Beifahrertür und überprüfte, nur um sicher zu gehen, Ned. Er war genauso tot wie beim letzten Mal, als ich ihn gesehen hatte. Das Einzige, was jetzt anders war, war das Einschussloch in seiner Stirn. Wer ihn auf den Sitz gesetzt hatte, hatte Wert darauf gelegt, Blut über das Armaturenbrett und den Boden zu spritzen, aber ich hatte nicht den Luxus, das jetzt wegzuwischen. Ich musste schnell sein. Ich zog ihn aus dem Sitz und legte ihn über meine Schulter. Ich verfrachtete ihn in den Kofferraum und schlug diesen in der gleichen Sekunde zu, in der Wagen eines Deputies auf dem Parkplatz einbog. Ich atmete ein paar Mal tief durch, versuchte meine Nerven zu beruhigen und dann, als das nicht funktionierte, zündete ich mir eine Zigarette an und ging zurück zu dem Ort, wo ich meine Tasche fallen gelassen hatte. Guten Abend, Mr. Regan. Ich versuchte nicht unglaublich schuldig auszusehen, als ich den Neuling ansah, den ich erst gestern getroffen hatte. Franklin, richtig? Sagte ich, als ich meine Einkäufe nahm und zum Auto ging. Er folgte mir direkt hinterher. Das ist eine kleine Stadt, was, Deputy? Das ist sie wirklich, sagte er. Ich öffnete die Hintertür und legte die Taschen auf den Sitz, so lässig und cool wie möglich. Ich lehnte mich an das Auto und rauchte den Sargnagel langsam weiter, bot dann Franklin einen an, der den Kopf schüttelte und sagte, Nein, danke. Ich habe vor 5 Jahren aufgehört. Ich steckte die Packung ein und sagte, sind ein besserer Mann als ich. Eine Sekunde verging und ich konnte sehen, dass Franklin nervös wurde und versuchte, über meine Schulter in das Auto zu schauen. Stimmt etwas nicht, Franklin? Fragte ich unverblümt. Nein, alles in Ordnung. Sein Pokerface war heute genauso schlecht wie gestern. Nun, sagte ich, gibt es neue Entwicklungen bei Middleton? Ich weiß, dass sie mir nichts erzählen sollen, aber inoffiziell. Seid ihr näher dran, ihn zu knacken? Ach, das bezweifle ich. Ich nahm den letzten Zug meiner Zigarette und drückte sie auf der Ferse meines Stiefels aus. Dann steckte ich den Stummel in die Zigarettenpackung, während Franklin zusah. Schauen Sie, ich fühle mich geschmeichelt von der Aufmerksamkeit, aber etwas sagt mir, dass Sie nicht nur wegen meiner Weltklasse-Konversationsfähigkeiten hier sind. Haben Sie etwas auf dem Herzen? Franklin entspannte sich schließlich und ließ ein Lachen los. Sie haben mich erwischt. Jemand rief im Revier an, um zu melden, dass sich ein Mann vor der Eisenwarenhandlung aufhält, der versucht, Drogen aus dem Kofferraum eines Hondas zu verkaufen. Ich erwiderte sein Lachen. Kein Scheiß. Hat der Anrufer gesagt, wie der Kerl aussehen soll? Franklin fing dann an, mich zu beschreiben. Bis hin zur schwarzen Jacke und den Kratzern im Gesicht. Franklin und ich lachten noch einmal. Ich schätze, ich gehe mal besser, sagte ich. Bevor noch jemand auf die falsche Idee kommt, was? Ja, aber ganz kurz. Warum lassen Sie mich nicht einen Blick in Ihren Kofferraum werfen? Nur damit ich es in meinen Bericht aufnehmen kann. Ich schüttelte den Kopf und sagte, sorry, Franklin. Sie müssen in Ihrem Bericht schreiben, dass ich mich geweigert habe, ihn ohne Durchsuchungsbefehl zu öffnen. Wissen Sie, aus Prinzip in der Sache. Franklin nickte ein paar Mal und sagte, ja, dann sollten Sie wohl langsam los, was? Für etwa eine ganze halbe Sekunde fühlte ich Erleichterung, bevor das Funkgerät an Franklins Gürtel mit einem Klang einer lauten Stimme zum Leben erwachte. Das Nummernschild von Vanessas Auto. Achtung, beim Fahrer handelt es sich um Eric Regan. Er ist wahrscheinlich bewaffnet. Ich versuchte wieder zu lachen, aber Franklin fing schon an, nach seiner Waffe zu greifen, also verpasste ich ihm einen rechten Haken und traf seine Wange fest genug, um ihn zu Boden zu werfen und meine Knöchel aufzuschrauben. Das war aber nicht genug gewesen, um ihn auszuschalten, obwohl er mit dem Kopf auf den Beton geschlagen ist und anfing vor Schmerzen zu stöhnen. Ich versuchte mir direkt seine Waffe zu krallen, konnte sie aus dem Holster herausfummeln und warf sie auf das Dach des Ladens. Während er noch dabei war, seine Orientierung wiederzufinden, schnappte ich mir seine Handschellen und schaffte es, sie seinem linken Handgelenk anzulegen, bevor er sich wehren konnte, mich umschmiss und auf mir sitzend schrie und wilde Schläge austeilte. Er war ein miserabler Kämpfer und verließ sich ganz aufs Adrenalin. Ich beschützte mein Gesicht, bis er müde wurde, packte ihn an den Handgelenken und gab ihm einen festen Tritt in die Seite seines Knies. Er fiel wieder hin. Ich drehte ihn auf seinen Bauch und verdrehte seine Arme hinter seinem Rücken gerade so weit, dass ich die Handschellen fertig anlegen konnte. Ich sprang auf und drehte mich um zu sehen, woher das Geräusch gekommen war.
Es war der alte Mann mit den weißen Haaren, der Kassierer aus der Eisenwarenhandlung. Er stand dort mit einer Schrotflinte in den Händen und zielte in die Luft. Das war nur ein Warnschuss, sagte er mit einem leichten Zittern in der Stimme. Der Nächste trifft, wenn Sie ihn nicht sofort gehen lassen. Als er das sagte, richtete er die Waffe auf mich. Das ist doch eine Hatfield Break Action Schrotflinte, sagte ich. Ja? Na und? Antwortete er und versuchte einschüchternd zu klingen, scheiterte aber. Also ich bin kein Idiot, alter Mann. Das Ding hat nur einen Schuss und den hast du gerade mit einer Warnung abgefeuert. Er zitterte leicht, weigerte sich aber die Waffe zu senken. Also gab ich ihm einen kleinen Anreiz, zog meine eigene Pistole und richtete sie direkt auf ihn. Diese hier hat jedoch noch eine Menge Warnschüsse übrig. Er ließ die Flinte fallen und hielt seine Hände über den Kopf, während er sich hinkniete. Brav, sagte ich, während ich um die Vorderseite von Vanessas Auto herumging. Der Schuss dieses Idioten würde jeden gelangweilten Gesetzeshüter in der ganzen verdammten Stadt herlocken und ich musste schnell woanders hin.